Hier zeige ich jetzt mal, wie man einfache Plots machen kann mit Jupyter und Python. Die Daten, die ich plotten möchte, entnehme ich aus Datenbanken und die importiere ich bzw. lese ich ein mit Hilfe von Pandas. Und deshalb importiere ich als erstes mal die Pandas Library als PD und führe das aus. Dann lade ich die Daten rein. Und da ich zwei Daten reinlade als Data Frame, also ein Pandas-Format, gebe ich den auch Namen. Einmal sind es Mineraldaten, deshalb nenne ich die mal MinData. Und jetzt lese ich die ein als PD, also ein Pandas Data Frame, deshalb hier PD. Und dann ist das hier eine Excel-Datei. Und die heißt, die liegt im Ordner Data und heißt mineraldata.xlsx. Dann lade ich noch ein paar Mikrosondendaten rein, meine eigenen. Deshalb nenne ich die mal MyData. Und lese die wieder ein, aber das ist eine CSV-Datei, also muss ich hier Read CSV machen. Und die liegt auch im Ordner Data und heißt myepmadata.csv. Dann führe ich das mal aus, gibt keinen Fehler, scheint also alles richtig zu sein, jetzt kann ich mir die auch angucken. MinData, das sind die MinData hier und wenn ich hier MyData schreibe, dann sehe ich hier diese anderen Daten. Also, wunderbar. Dann kann es losgehen mit dem Plotten. Dazu brauchen wir noch eine andere Library, die wir importieren. Das machen wir gleich hier oben am Anfang. Ich könnte auch eine neue Zeile hier unten drunter machen und hier jetzt Import reinschreiben. Aber eigentlich importiert man es einfach hier alles zu Beginn. Also Import und hier heißt jetzt matplotlib für Library und pyplot, also aus pyplot nehmen wir dann die hier raus, beziehungsweise der nehme das für Pyplot raus und das SPLT. Das ist auch eine normale Konvention, wie es immer gemacht wird. Dann führe ich das aus, damit es auch geladen wird. Jetzt machen wir mal, ich mache hier mal eine kleine Unterüberschrift und machen mal einen einfachen Plot, einen Lineplot. Dann fangen wir mal an. Da sitzt hier ein Markdown, dann haben wir hier eine Überschrift. Und ein einfacher Plot geht jetzt so. Also wir wollen jetzt mal, sagen wir mal, hier die MGO-Daten plotten. Also ich könnte jetzt auch eine einfache Liste nehmen mit 1, 2, 3 und angenommen, es wäre irgendein Element mit den Konzentrationen 1, 2, 3, dann würde es wie folgt gehen. PLT, das ist das von hier oben. plt.plot el, dann führe ich das aus und das war's. Schon habe ich einen Lineplot. Jetzt will ich aber diese Magnesiumspalte hier nehmen, deshalb geht nicht mal als Element, mache ich df-min-data und nehme hier raus das Element MGO und plotte das. Und jetzt habe ich hier die Konzentration von MGO. Jetzt steht hier Element und dann steht hier noch die Datenbank. Eigentlich soll es gar nicht hier stehen. Ich könnte das ja direkt auch hier reinschreiben. Das würde genauso funktionieren. Ja, also wenn ich das hier oben jetzt auskommentiere, das funktioniert auch. Auch vielleicht möchte ich das Element wählen und ich jedes Mal hier das Element ändern. Deshalb schreibe ich hier nur EL rein und hier oben das Element. Und dann geht es auch als Element, jetzt MGO gewählt. Das wird jetzt hier aus der Datenbank rausgezogen und geplottet. Und wenn ich jetzt hier hingehe und ich mache zum Beispiel Mangan, dann wird jetzt hier Mangan geplottet. So einfach kann ich dann die verschiedenen Sachen plotten. Jetzt wird hier auch immer noch so eine Zeile ausgegeben. Wenn ich die dann drücken will, mache ich hier PLT und dann Show. Und dann wird das, was hier drüber steht, gezeigt. Also dieser Plot angezeigt. Dann ist auch diese Liste weg. Und deshalb fügt man das hier eigentlich immer mit ein, das ist dann sauberer. Jetzt wollen wir als zweites mal einen Scatterplot machen. Jetzt haben wir einen Lineplot, also ist jetzt Datum 1, hat die Konzentration 2, die Konzentration 5, die Konzentration und so weiter. Jetzt wollen wir einen Scatterplot machen, also zwei Elemente gegeneinander plotten. Also machen wir einen einfachen Scatterplot. Hier da als kleine Überschrift, damit es ein bisschen dokumentiert ist auch. Und für einen Scatterplot
brauchen wir natürlich zwei Elemente. Also L1 zum Beispiel wieder MgO und Element 2 zum Beispiel SiO2. Und dann heißt das Ganze PLT wieder, und dann nicht Plot, sondern einfach Scatter. Das ist dann ein Scatterplot. Plot ist automatisch ein Lineplot. Scatter dann EL1 gegen EL2. Und dann mache ich wieder dieses PLT Show. Und dann hat man hier, das war es nicht ganz richtig, natürlich muss hier rein DF MinData. Das ist natürlich nichts, DF MinData. So, und jetzt haben wir Magnesium auf der X-Achse gegen Silizium auf der Y-Achse, ja? X, Y. Das ist hier die Reihenfolge. Und zum Schluss wollen wir das Ganze noch ein bisschen mehr formatieren. Also schreibe ich hier mal rein. Wir wollen jetzt ein paar Formatting-Elements kennenlernen. Ich führe das Ganze dann mal aus. Das ist ein Markdown. So. Und dazu kopiere ich das Ganze von hier oben einmal, um mir ein bisschen Tipparbeit zu sparen. Für das Aus habe ich hier also das Ganze. Und jetzt möchte ich als erstes mal hier an den Achsen auch Labels haben. Und das geht einfach, indem ich hinschreibe, genau das, Label bzw. X-Label. Und jetzt schreibe ich hier rein, jetzt könnte ich irgendwas hinschreiben, Test, dann würde hier unten Test stehen. Oder ich mache einfach, soll ja Magnesium dastehen, EL1 und dann steht EL1 da unten. Deshalb ist es so praktisch, wenn wir hier oben das so einfügen, dann wird es automatisch so hingeschrieben. Das gleiche dann noch für die Y-Achse und dann haben wir Labels an den Achsen hier dran. Beziehungsweise an Y-Achsen muss natürlich EL2 stehen. Das heißt, sobald wir hier oben statt MgO, MnO schreiben, haben wir auch entsprechend hier unten MnO stehen. Dann können wir hier auch noch eine Legende einfügen, dass wir wissen, was das für Daten sind. Und das machen wir hier oben in der ersten Zeile, wo wir die Daten gegeneinander plotten, schreiben wir noch hin, Label ist gleich. Und das waren jetzt hier die Min-Data, die Mineraldaten. Ich kann hier auch anders so schreiben. Und da muss ich noch angeben, dass eine Legende, dass diese Labels in einer Legende auftauchen, also Legende und die Location von dieser Legende, und das soll jetzt mal sein Lower Right. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt hier so hinschreibe, das ist natürlich, das wirkt nach ziemlich viel, ist es auch im ersten Moment, aber man kann hier viel Copy-Paste machen, und mit der Zeit kennt man die Sachen auch, beziehungsweise man findet auch die Sachen, die man machen möchte, alle, wenn man im Internet danach sucht. So, dann mache ich das mal und steht hier unten MinData. Jetzt möchte ich vielleicht noch MyData mit hier reinplotten. Dann kopiere ich das Ganze hier rein, schreibe hier dann natürlich MyData, hier auch MyData und als Label ebenso MyData und plotte das Ganze. So. Und jetzt habe ich diese beiden Datensätze hier drin. Und jetzt sieht man auch schon eine Sache, weshalb bei der Benutzung von Jupyter ein großer Vorteil liegt gegenüber beispielsweise Excel. Denn hier oben habe ich zwei Daten eingelesen. Einmal, also zwei Dateien. Also erstmal plotten wir hier zwei Dateien gleichzeitig in einem Plot. Das ist die eine Sache. Aber nicht nur das, sondern die eine Datei ist ein Excel-Format und die andere Datei ein CSV-Format. Also überhaupt kein Problem, das zu machen, ohne dass ich vorher konvertieren muss, irgendwas einlesen, importieren oder sonst irgendwas, sondern ich kann die direkt hier miteinander plotten. Zum Schluss möchte man noch vielleicht die X-Achse und Y-Achse skalieren. Man sieht ja, dass die fängt irgendwie bei einem Minuswert an. Deshalb schreiben wir hier mal rein für X-Limit von 0, soll es losgehen, und dann sagen wir hier oben mal beispielsweise, keine Ahnung, 0,22, und für Y ist gleich, soll auch bei 0 anfangen, und oben soll es dann bei 60 enden. Dann führe ich das Ganze aus,
Und jetzt laufen die Sachen auch tatsächlich von jeweils 0 bis zu dem Ganzen. Bei y stimmt es nicht, dann sollte natürlich y stehen. So, und jetzt stimmt es. Jetzt haben wir hier x von 0 bis 0,22 und y von 0 bis 60. Auch das kann man automatisieren lassen, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, nur von der Idee her. Es ist jetzt möglich, sich den Maximalwert dieser Liste hier ausgeben zu lassen und dann kann man hier den Maximalwert auch hin formatieren, also dass man aus dieser Liste sich automatisch Maximalwert geben lässt, das hier hinschreibt, dann hat man immer automatisch die richtigen Maximalwerte oder auch Minimalwerte. Aber das soll erstmal eine Einführung sein, wie das mit dem Plotten in Python und Jupyter Notebooks funktioniert.